Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Bildner TV. Ihr habt ein E-Auto und ärgert euch regelmäßig, weil es keine vernünftig guten Routenplaner mit der perfekten Ladeübersicht gibt. Kein Problem, wir haben etwas gefunden für euch. Das solltet ihr euch dringend aufs Smartphone laden. Eine sehr, sehr interessante App, die ich euch jetzt gleich vorstelle. Hallo und schön, dass ihr hier seid. Hier sind wir, hier ist Bildner TV, euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Und da sind wir heute auf der Straße unterwegs und zwar ganz zukunftsträchtig mit einem E-Auto. Und wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen. Danke auch an dieser Stelle rund um Google Maps und wie ich da die beste Routenplanung mache, wenn ich ein E-Auto habe, also wenn ich auf Ladestationen angewiesen bin. Google liefert da langsam nach, aber bei der Recherche zu diesem Thema bin ich auf eine sehr interessante App gestoßen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber die ihr kennen solltet. Und zwar heißt sie Charge Map. Also da geht es wirklich ums Laden und es gibt ganz, ganz tolle Einstellungen, wie man da seine Route perfekt planen kann, eben auch in Zeiten von E-Mobilität. Und ich würde sagen, wir legen gleich los und starten die App. Das ist die blaue hier mit dem Stromkabel. Heißt Charge Map und bekommt ihr im App Store und im Play Store einfach herunterladen. Einfach kurz anklicken und dann startet sie auch schon. Und wir sehen hier, wir landen auf einer Karte mit vielen, vielen grünen Punkten. Und wenn ich hier ein bisschen rausgehe, dann wird immer mehr grün. Das ist nämlich ganz einfach die Übersicht von Ladestationen, zum Beispiel hier in Europa. Also das wäre schon mal die erste Funktion, dass ich mich hier umschauen kann, wo in meiner Nähe sind überhaupt Ladestationen, wenn ich da unterwegs bin, dann wäre das eine Möglichkeit der Einstellungen. Aber mir geht es heute um Folgendes und zwar um eine gute Routenplanung und wie ich in diese Routenplanung hier meine Zwischenstopps für die Ladevorgänge einplanen kann. Zur Info, die App hat unglaublich viele Funktionen, ihr schaut euch das mal in Ruhe an, aber heute soll es eben um die Routenplanung gehen und die finden wir hier in diesem unteren Bereich. Ich gehe auf Route und jetzt, wenn ich die Routenplanung starte, muss ich mich zunächst noch einloggen. Das ist ein kleiner Schritt, den wir noch machen müssen. Also einmal kurz anmelden in dieser App, einmal kurz registrieren. Ihr könnt das über euer Google-Konto machen, Facebook oder über euren Apple-ID und oder je nachdem, wie ihr das machen wollt. Jetzt haben wir uns angemeldet. Im nächsten Schritt müssen wir hier noch das Auto auswählen, also mit welchem Fahrzeug sind wir unterwegs, weil, das werden wir dann gleich sehen, diese Routenberechnungen und die Ladevorgänge werden wirklich exakt auf unser Fahrzeug abgestimmt. Also das finde ich sehr, sehr großartig. Also hier fügen Sie ein Fahrzeug hinzu. Wir wählen uns hier unser Fahrzeug aus. Ich wähle jetzt mal zufällig einen typischen VW, einen Audi ID3 in der ID3 Pro Version. So, alle Daten sind jetzt hinterlegt und jetzt kann ich loslegen. Wir wollen jetzt dann unsere Route zusammenstellen. Wir fahren, sagen wir mal, hier von Passau nach Lindau, einmal quer durch Bayern. Konto haben wir angelegt, Auto haben wir ausgewählt. Jetzt geht es um die Route an sich. Dazu gehe ich hier wieder in die App und gehe hier im unteren Bereich auf Route und kann hier eben eingeben, wir starten in Passau. Unser Ladezustand ist sogar ein bisschen besser. Wir sind bei knapp 90%, wenn es losgeht. Und wir wollen nach Lindau und Bodensee. Genau. Und wenn wir dort sind, ja, da können wir wieder laden. Sagen wir mal, 15% sind ja ausreichend, wenn wir ankommen. Könnte hier noch die Ladenetzwerke priorisieren entlang der Strecke. Ich könnte die Autobahngebühren vermeiden, könnte es hier noch aktivieren oder generell die Autobahnen vermeiden. Aber wir fahren hier über die Autobahn, also lassen wir das hier ausgeschaltet. Und die Höchstgeschwindigkeit, unsere Erfahrung ist, wenn wir ein bisschen langsamer unterwegs sind, ist es auch vom Verbrauch besser. Also geben wir mal 120 ein und los geht's. Und dann lassen wir mal berechnen, wie sich denn diese Strecke zusammenstellen würde. Ja, das sind, also bevor wir uns das hier anschauen, nochmal kurz hier oben ist die Übersicht auf der Karte, wie wir fahren, Passau über München nach Lindau, da ist viel Autobahn dazwischen. Hier sind alle Fakten, also sind 363 Kilometer. Ich bin
3 Stunden 49 unterwegs und brauche hier einen Aufladestopp, nur einen von 15 Minuten. Das ist die ideale Pause. Ich würde sagen, da geht sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Pause aus, oder, für einen Kaffee. Hier habe ich dann die Details zur Route, Passau, dann hier meine Aufladung in Gilching und hier würde ich dann in Linda ankommen. Und hier sehe ich eben auch nochmal übersichtlich, in Passau starte ich mit 90%. Bei meiner Pause würde ich in Gilching mit ca. 23% ankommen, mache dann 15 Minuten Ladepause und starte wieder mit 64%. Und in Lindau komme ich dann mit 15% wieder an. Hier sehe ich auch die Informationen zum Ladevorgang. Könnte man hier diese Ladestation auch eben genauer ansehen. Ich tippe das an und könnte sagen, okay, den Schritt möchte ich ein bisschen verändern, diese Pause. Und sage, die Dauer dieser Pause, der Ladepause, ja, wir legen da schon eine Stunde Pause ein. Könnte sie aber auch noch ein bisschen variieren. Bestätige das. Und dann wird das neu berechnet. Nach einer Stunde bin ich sogar wieder bei 100% vom Zustand meiner Batterie. Also hier könnte ich zum Beispiel meine Pause, die ich hier durch den Routenplaner angezeigt bekomme, nochmal völlig abändern. Kann auch sagen, das wäre auch eine Einstellungsoption, ich möchte so lange Pause machen, dass ich 90% wieder geladen habe. Dann würde er berechnen, wie lange die Pause sein müsste. Also man kann ja sehr detailliert vorgehen. Eine andere Möglichkeit ist auch noch, dass ich entlang der Strecke, gehen wir nochmal kurz zurück, mich entlang der Strecke ein bisschen umsehe und sage, okay, ich möchte hier Stationen noch eingeblendet haben und meine Pause soll bitte in der Nähe von Freising sein, weil da kenne ich mich aus. Das sind ein paar Freunde von mir und da kann man gut einen Stopp einlegen, ein bisschen quatschen und dann wieder weiterfahren. Und ich kann jetzt anhand der Farben hier zum Beispiel an der Karte auswählen, wie stark die einzelnen Ladestationen eben sind. Je nachdem macht es natürlich auch Sinn, wo man eine Pause einlädt. Und wenn ich mich hier zum Beispiel mal kurz orientiere und hier eine Ladestation auswähle, dann bekomme ich hier auch die Details zur Ladestation einmal antippen und kann mir anhand eben dieser Informationen auswählen, okay, welche Ladestation ist für mich gut geeignet. Wir wählen jetzt sie mal aus. An dieser Station aufladen. Und wie lange die Pause sein soll, ist mir jetzt eigentlich egal. Wir sind ja eh beim Quatschen. Also sage ich, Batterie bei der Abreise machen wir 100%. Bestätige das Ganze, lassen wir das neu berechnen. Und dann bekommen wir eine neue Routenbeschreibung. Also der Zwischenstopp ist natürlich jetzt mit eingefügt nach Freising und dann schauen wir uns das Ganze an. Und dann kommen wir ohne Zwischenstopp in Lindau an, habe eben einfach hier nur meinen Stopp in Freising und kann hier durchfahren, lege meine Pause ein und so habe ich eben mit dieser App die Möglichkeit, viele, viele Varianten durchzuspielen. Ich möchte hier diesen Ladezustand erreichen. Ich möchte hier vielleicht nur 20 Minuten Pause einlegen und so kann ich mir meine Route optimal zusammenstellen. Die Route und die App schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Dazwischen könnt ihr schon mal uns einen Kommentar schreiben unter dieses Video. Berichtet von euren Erfahrungen in Sachen E-Mobilität. Wie macht ihr das? Wie plant ihr eure Reisen? Wäre für uns ganz, ganz interessant, denn da wird sich noch viel tun in den nächsten Monaten und Jahren. Und ihr wisst, mit einem Kommentar unter diesem Video nehmt ihr automatisch an unserem Gewinnspiel teil. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr ausgelost werdet, ein Buch aus dem Bildner Verlagsprogramm gewinnen. Jede Woche habt ihr die Chance dazu. Und ich würde euch empfehlen, sucht euch ein Buch aus dem Smartphone-Bereich aus, denn erstens bekommt ihr so gut wie jedem Smartphone-Modell bei uns das passende Buch. Und in diesen Büchern sind alle Tipps und Tricks mit drin, damit ihr mit dem Smartphone optimal arbeiten könnt. Also klickt mal rein auf bildnerverlag.de. Dort im Bereich Bücher und mehr findet ihr alles, was zum Beispiel Smartphones betrifft. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Daumen nach oben da lässt und Abo vom Bildner TV ist für euch ideal, denn erstens ist es völlig kostenlos und ihr bekommt jeden Tag neue Videos mit praktischen Tipps aus dem digitalen Leben. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, also das Glöckchen bei YouTube, dann bekommt ihr auch die Benachrichtigung dazu. Jetzt einmal ganz kurz zurück zur App ChargeMap. Ihr könnt natürlich diese Route, die wir uns da ausgewählt haben,
auch euch speichern. Ihr geht dazu oben ins Menü. Ihr könnt jetzt sagen, okay, speichern diese Strecke. Dann wird die für euch hinterlegt. Ihr könnt natürlich auch gespeicherte Routen hier wieder aufrufen. Und ihr könnt auch sagen, bewerten Sie diese Route. Da könnt ihr dann eure Bewertung abgeben. Zum Beispiel in Sachen Verbrauch. Hat das exakt zugetroffen, was hier ausgerechnet worden ist? Oder war das vielleicht überschätzt oder unterschätzt? Also Feedback-Kultur ist in diesem Bereich natürlich auch ganz besonders wichtig. Viel Spaß beim Austesten und ich bin gespannt auf eure Kommentare und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, hier bei uns bei Bildner TV.